Wie autark sind wir auf Reisen? Reicht das Stromsetup, was wir letztes Jahr verbaut haben, haben wir mittlerweile aufgestockt? In diesem Video zeigen wir euch, wie wir damit zurechtkommen und sind ganz gespannt, wie ihr das gelöst habt. 3, 2, 1! Ein oder andere hat vielleicht schon mal das Video über unser aktuelles Stromsetup gesehen. Heute soll es aber um unsere Erfahrungswerte gehen. Reicht unser Setup? Haben wir erweitert? Und wie weit kommen wir damit autark zurecht? Und darauf wollen wir heute einmal eingehen. Und wir sind auch ganz neugierig, was ihr für ein Setup verbaut habt. Daher schreibt auch gerne in die Kommentare, wie viel Watt ihr benötigt, was ihr für ein Setup verbaut habt. So können wir uns untereinander helfen. Es gibt garantiert den einen oder anderen, der gerade auch auf einem Strom Setup hinliebäugelt und ich denke, da sind so eine Kommentare Gold wert und Erfahrungswerte von allen, die von euch, von uns, die dann so täglich unterwegs sind oder regelmäßig unterwegs sind. Und das ist wieder sehr schön, dass unser Hund wie so oft unser Video crasht. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat, aber einmal muss das machen, es gehört dazu. Ja, ich würde sagen, wir fangen einmal an. Unser Setup damals ist ähnlich geblieben. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir noch eine zweite Lithium-Batterie eingebaut haben. Leine mag er nicht, ne? Hund muss im Mittelpunkt stehen, Hund zufrieden. Wir sind dann auch zufrieden, dann können wir nicht mit unserem Video starten. Und wo fangen wir an? Also ich denke, dass wir erstmal ganz oben am besten anfangen. Wir haben 395 Watt Solar verbaut und wir wollten am Anfang eigentlich drei Platten verbauen. Eine war nicht lieferbar und daher haben wir erstmal diese zwei Platten verbaut und ich muss sagen, mit 395 Watt Solar kommen wir relativ gut aus. Es gibt den einen oder anderen, die bauen 800 Watt drauf, größere Fahrzeuge, gerne noch mehr. Aber da ist die Frage, braucht man das? Und wir zeigen euch heute einmal, warum wir mit diesem Setup auskommen. Und 395 Watt, aktuell scheint die Sonne, realistisch kommen bei weitem keine 395 Watt rein. Das haben wir mal in Spanien geschafft bei Spitzenwetter, aber in der Regel haben wir so 200 Watt, die reinfließen. Mal 300, oft aber auch weniger. Allerdings kommen wir damit gut aus und ich will behaupten, dass wir eigentlich relativ viel Strom brauchen. Wir haben die Kameras, die wir laden, wir arbeiten aus dem Fahrzeug und wir haben die Notebooks dran und wir brauchen eigentlich relativ gut Strom. Wir haben den Wasserkocher regelmäßig laufen, weil wir doch ein bisschen Kaffee- und Kakaosüchtig geworden sind. Mein Glätteisen, dein Glätteisen, mein Föhn. Genau, die Heißluftfritteuse haben wir ab und zu auch mal laufen. Also da kommen wir schon gut mit aus. Wir können vielleicht einmal oben einblenden, wie wir die Solarpaneele verbaut haben. Die sitzen ganz gut. Wir hatten auch Glück, dass wir da noch ein bisschen Platz haben. So können wir notfalls, also wir sind ja noch Team Max-Fan aktuell, aber wenn wir mal eine Reise nach Kroatien planen, dann kommt man um eine Klimaanlage nicht rum. Aktuell wehren wir uns noch für eine Klimaanlage, aber wer weiß, wo die Zukunft hingeht. Also wir haben auf jeden Fall noch Platz dazwischen, um eine zu verbauen. Und wir entscheiden uns jetzt nicht mehr für eine dritte Platte, weil wir so relativ gut auskommen. Wir haben 150 Amperestunden Lithium verbaut gehabt anfangs und da müssen wir sagen, da sind wir nicht mit ausgekommen. Wir waren, wenn wir am Wochenende unterwegs waren und es wirklich sonnenfinster war oder es schien keine Sonne und es ist kein Ertrag reingekommen, dann sind wir mit 150 Amperestunden in ein bis anderthalb Tagen am Limit gewesen. Also klar kann man sich darauf einstellen, wenn man weiß, okay, es kommt keine Sonne rein, der Akku, der geht zu Neige, dann macht man keinen Wasserkocher mehr an oder benutzt den Wechselrichter nicht so häufig. Aber da haben wir halt gesehen, ein bis anderthalb Tagen, dann war vorbei. Daher haben wir uns für eine zweite 150 Amperestunden Lithium-Batterie entschieden. Dementsprechend haben wir jetzt 300. Wir haben auch mal eine beheizte Variante genommen als Zweitbatterie. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und ich muss sagen, wir können für uns beide sprechen, dass wir damit sehr gut auskommen. Und so lange, also mehr als 3-4 Tage, stehen wir in unserem Fall eigentlich kaum autark. Und dann werden sie wieder geladen. Sei es über den Ladebooster oder über die Sonneneinstrahlung, die dann zwischendurch mal herrscht. Und da können wir eigentlich auch einmal direkt die Überleitung zum Ladebooster finden, weil da haben wir nur einen 40 Ampere Ladebooster verbaut. Aus dem Grunde, weil wir damals keine neuen Leitungen verlegen wollten. Und da waren wir halt erst auch zwiegespalten, ob das ausreicht. Aber für unsere Zwecke reicht es. Und wenn die Batterie mal wirklich leer gelaufen ist und wir mehr Strom brauchen, dann schalten wir den Kühlschrank. Können wir euch auch einmal zeigen. Die Thomas, meisten kurz, kennen das wahrscheinlich. Wenn ich dich unterbreche, ich glaube, bei eurer ist das so, wenn man ab Werk eine Lithium bestellt, dann hat man einen anderen Ladebooster mit drin. Dann hat man überhaupt einen Ladebooster drin, ja.
Wir hatten ja die Standardbatterie, das war glaube ich eine Bleisäure- oder Gelbatterie. Da haben wir keinen Ladebooster verbaut gehabt. Fanden wir sehr schade, dass eurer das nicht ab Werk verbaut, aber da gibt es ja den Zubehörmarkt und dementsprechend haben wir einen Ladebooster nachgerüstet und der ist halt auch bei Lithium-Akkus zwingend erforderlich. Und da können wir halt auch den Tipp geben, wenn ihr euch ein Fahrzeug findet oder wenn ihr euch ein Fahrzeug zusammenstellt und konfiguriert, vergleicht die Preise, denn die Preise aus dem Zubehör, die sind oft deutlich geringer als die Preise direkt bei der Konfiguration beim Hersteller. Da könnt ihr einige sparen. Wenn wir einmal zum Kühlschrank gehen, um euch hier einmal zu zeigen, was wir meinen. Der Kühlschrank, der hat in der Regel einen Automatikbetrieb. Das heißt, wenn wir den jetzt auf Automatik laufen lassen und wir stehen, läuft der auf Gas. Wenn wir das Fahrzeug einschalten würden, würde der automatisch auf Fahrzeugstrom umspringen und das verbraucht natürlich Energie und Strom, in der Regel so 300 Watt. Und wenn wir wissen, okay, die Batterie, die ist ein bisschen zugrunde und wir brauchen mehr Strom und eine schnellere Ladung, dann schalten wir den Kühlschrank auch während der Fahrt auf Gas um. Viele sagen ja, dass Gas sowieso die bessere Lösung sei beim Absorberkühlschrank. Bei uns ist er immer relativ gut kalt, ob Strom oder Gas. Vielleicht nur zu erwähnen ist, dass man bei der Umstellung auf Gas während der Fahrt zwingend einen Crash-Sensor benötigt, denn sonst muss das Gas während der Fahrt abgedreht werden. Nochmal wichtig, achtet auf einen Crash-Sensor, sonst dürft ihr Gas während der Fahrt nicht geöffnet lassen. Und somit haben wir dann ja auf jeden Fall um einiges mehr Ladung. Ich glaube, dass die Aufbaubatterie, jetzt muss ich lügen, 200 Watt einspeist, wenn der Kühlschrank während der Fahrt läuft und um die 500 einspeist, wenn der Kühlschrank auf Gas läuft oder ausgeschaltet ist. Also das macht schon Unterschied und ist spürbar in der Ladung wiederzusehen. Und zu der Batterie haben wir hier auch noch ein kleines Panel. Wir wollen jetzt nicht auf den Hersteller eingehen. Wir haben in dem Fall NDS verbaut. Es gibt noch Büttner, es gibt Dometic, hätte ich fast gesagt. Dometic, NDS gehört zu Dometic. Active, es gibt viele schöne Systeme, die man auch verbauen kann. In dem Fall haben wir uns für NDS damals entschieden, sind wir auch sehr zufrieden mit. Und über diesen Batteriemonitor sehen wir den aktuellen Ladestand. Wir sehen hier auch, dass wir momentan zwei Batterien verbaut haben, insgesamt mit 300 Ampere Stunden Kapazität. Und wir haben jetzt eine Restlaufzeit von 4 Tagen und 23 Stunden. Also wir sind schon gut aufgestellt und so ein Batteriecomputer oder Batteriemonitor finde ich sehr interessant. Es gibt auch einige Batteriehersteller, die sowas nicht mit anbieten. Dann gibt es noch so eine Option wie zum Beispiel von Revauschen. Ich blende das mal mit ein, weil wir gleich einmal in den Batteriekasten gucken. Hier hat man auch ein, ich sag mal, Schätzeisen von dem Batteriestand, da einfach nur die Spannung über ein Gerät gemessen wird. Aber diese Schätzeisen ist schon sehr genau. Also da sind, ich sag mal, so zwischen 3% und 5% Abweichung bei der Batteriekapazität und man sieht immer schön, was hier gerade passiert. Also wir haben einen Ertrag von 26 Watt und einen Verbrauch von 60 Watt. Allerdings wäre der Ertrag höher, wenn die Batterie etwas entladen wäre, aber aktuell ist sie sehr voll oder vollgeladen. Dementsprechend wird es einfach nur reguliert und das eingespeist, was auch gerade verbraucht wird. Und wenn wir hier einmal unter die Batterieklappe schauen, dann haben wir hier das Gerät von Revauschen. Das ist die Battery Note und hier sind alle Verbraucher angelegt und dementsprechend hier wird dann ermittelt, wie viel Strom gerade ja, raus und rein geht und dementsprechend funktioniert dann die Anzeige an dem Revauschen-Panel. Wenn wir hier einmal die Klappe öffnen, sehen wir hier zwei Batterien. Hier habe ich das Kabel gelegt zum Monitor. Das geht nach oben dann rein. Das war relativ einfach selbst zu verlegen. Und wir haben uns jetzt auch testweise mal für eine Batterie mit Heizung entschieden, weil man sieht hier ja, dass der Kasten schon sehr frei hängt, nach unten raus. Und da würde uns auch mal eure Meinung interessieren. Wir haben jetzt von den einen oder anderen gehört, dass die Batterien im Winter auf Störung gesprungen sind, weil der Kasten von unten einfach zu viel Kälte abbekommen hat. Das haben wir selbst noch nicht so erlebt. Wir waren auch schon im Winter unterwegs. Jetzt bei ja, die 0 Grade haben wir schon durchbrochen. Also wir waren schon bei Minusgraden unterwegs, aber wir waren noch nicht im tiefsten Winter unterwegs. Da schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Problem kennt, weil da wird dann halt diese Batterie mit der Heizung interessant. Wobei ich persönlich finde, eine Heizung macht auch nur Sinn, wenn man dann am Landstrom steht und die Batterie dann über Landstrom laden kann, weil die Heizung, die verbraucht ja auch ordentlich Energie. Aber wichtig ist halt, dass man überhaupt laden kann, weil sonst würde man, glaube ich, auch am Landstrom stehen und hätte keinen Strom mehr. Aber da haben wir noch keine Erfahrungswerte. Bis jetzt klappt das auch alles ohne Heizung. Und der Batteriekasten, der, ja, ob der jetzt so optimal sitzt, weiß ich nicht. Aber in unserem Fall funktioniert der ganz gut.
Und ja, machen wir den Deckel mal wieder drauf. Aber so, wir wollen jetzt aber auch gar nicht so doll ins Technische reingehen. Wir wollen jetzt einfach nur in diesem Video einmal vermitteln, dass wir mit unserem Setup 395 Watt PV, 300 Ampere Stunden Lithium und noch ein wichtiger Punkt, den Wechselrichter mit 1500 Watt gut auskommen. Und da sind wir beim Wechselrichter mit 1500 Watt. Da wird der ein oder andere sagen, hey, das ist ja viel zu wenig. Ja, es geht natürlich viel mehr. Bei uns haben wir den hier im Doppelboden verbaut und von der Größe hat der optimal reingepasst mit 1500 Watt. Je mehr Leistung die haben, desto größer sind in der Regel auch die Gehäuse und dann wäre das nicht mehr so einfach gewesen mit dem Einbauen. Und ich muss auch sagen, mit 1500 Watt kommen wir persönlich sehr gut aus. Was natürlich nicht geht, ist, wenn jemand hier den Wasserkocher anstellt und innen drin fängt Johanna zum Beispiel mit dem Glätteisen an oder schaltet den Föhn ein, dann springt der Wechselrichter natürlich auf Störung. Ist für den einen oder anderen vielleicht ein Ausschlussthema. Mit 1500 Watt für uns reicht der aber und wir haben uns da gut dran gewöhnt, dass wir halt immer nur ein Gerät anmachen und wir kommen damit gut aus und 1500 Watt sind natürlich auch günstiger als nachher die größeren Wechselrichter. Und da ist nochmal wichtig zu erwähnen, wenn ihr euch einen Wechselrichter aussucht, achtet darauf, dass es reine Sinuswechselrichter sind und dass die keine Schwankungen in der Spannung haben, weil das führt bei einigen Geräten oft zu Problemen. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ich kann wohl mal einmal die Kamera schnappen und Johanna mit einblenden. Johanna, was meinst du? Haben wir noch irgendwas vergessen? Also vom Stromsetup her brauchen wir keine Erweiterung. Da sind wir relativ gut mit aufgestellt und zufrieden. Ja. Und man muss noch dabei sagen, ausfallfrei. Wir hatten mal irgendwo hier nach einem Update, weiß ich nicht, dass das Display mal irgendwie ein bisschen von der Anzeige strubbelig war, aber so im Groben und Ganzen hatten wir noch keinen Ausfall. Das waren minimale Kleinigkeiten, die... Am Anfang haben wir gemerkt, dass wir mit den 150 Ampere nicht hingekommen sind. Ja, das ist ja kein Ausfall, das ist ja kein Problem. Ausfall. Das ist einfach zu wenig Power für das, was wir nutzen. Aber ansonsten kommen wir damit wirklich gut zurecht. Und so wie wir reisen, zu unserem Reisestil passt das sehr gut. Man kann natürlich das Dach noch mehr vollballern und noch mehr Batterien ins Fahrzeug verbauen, aber letztendlich kommen wir gut zurecht. Wenn wir mal mehr Strom brauchen, dann gehen wir halt irgendwo an eine Steckdose, aber mussten wir bisher jetzt auch noch nicht. Stromtechnisch sind wir noch nie leer gelaufen. Nein. Wir sind aber auch, wie anfangs schon gesagt, wir sind so eher die Springer. Wir halten das nicht lange irgendwo aus, so 3 Tage, 4 Tage, dann wollen wir auch weiter und dann fahren wir mal wieder 1-2 Stunden, dann lädt der Akku eigentlich relativ schnell wieder auf. Und ja, notfalls gibt es auch noch überall Landstrom. Was mir aber auffällt, ist mit dem ganzen PV-Modulen und mit der ganzen Solargeschichte, also das ist teilweise schon so ein Vergleich geworden. Jeder will mehr, jeder braucht die größere Anlage. Das ist ganz interessant, auch unter den YouTube-Kollegen. Ich meine, ich finde es auch geil, wenn man da ordentlich Reserven hat, aber... Kommt, glaube ich, immer darauf an, wofür du das brauchst. Ne? Hast du jetzt eine Klimaanlage vielleicht auf dem Dach, dann brauchst du das. Aber es ist halt trotzdem die Frage, wenn ich jetzt irgendwo im Winter unterwegs bin, wo gar keine Sonne reinkommt, dann nützt mir auch das vollgepackteste Dach nichts, weil es kommt einfach nichts rein. Naja, es kommt immer halt mehr rein als bei einem kleineren Setup. Das ne? stimmt. Aber klar, wenn gar keine Sonne da ist, dann kommt auch gar nichts rein. Und da schreibt wirklich gerne mal in die Kommentare, was ihr alle so verbaut habt, auf dem Dach habt, weil das ist, glaube ich, sehr interessant. Und wir haben ja jetzt schon einige Mails bekommen. Aus diesem Grunde machen wir dieses Video jetzt auch wieder, weil da oft mal die Frage kommt, ob wir zufrieden mit unserem Setup sind, ob wir ausreichend verbaut haben. Und ja, vielleicht, wie gerade schon gesagt, kann man sich so untereinander ein bisschen aushelfen und Erfahrungswerte mitteilen. Also uns würde auch mal interessieren, ob ihr auch einen Wechselrichter verbaut habt, was ihr für technische Geräte nutzt oder ob ihr sagt, nee, nutzen wir alles gar nicht. Habt ihr noch Gas im Fahrzeug oder seid ihr komplett elektrisch unterwegs? Das sind auch so Themen, die uns interessieren. Also schreibt es mal unten in die Kommentare. Das ist auch noch eine gute Überleitung. Jemand, der gasfrei sein will, dann wird unser Setup wahrscheinlich auch sehr knapp. Ja. Kompressorkühlschrank geht mit 50, 60 Watt Verbrauch noch gerade durch. Aber wenn man wirklich einen Induktionsherd und so weiter benutzt oder halt auch die Fritteuse mit 900 Watt öfter benutzt, das frisst natürlich. Mhm. Das ist nicht mal eben wie ein Wasserkocher. Eine halbe Minute Stromverbrauch, eine Heißluftfritteuse läuft dann mit 900 Watt und das 16, 17 Minuten oder 15 Minuten. Das geht natürlich ganz anders an den Verbrauch ran. Da muss man aufstocken. Aber schreibt es rein. Habt ihr vielleicht auch schon ein Akku-Pack als Anhänger hinten dran? Also es gibt ja verrückte Leute, die dann... Haben wir in Schweden getroffen, ne? Der hatte hinten den Anhänger komplett voll mit Solar. Die dann wirklich verrückt sind. Es ist interessant. Also wir sind auf eure Meinungen und Erfahrungswerte gespannt und... Ja, schreibt es in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat dieses kurze Video gefallen. Lasst immer einen Daumen hoch da, wenn es so war. Abonniert unseren Kanal, um
keine unserer Videos zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier, guck mal, im Nachtrag, apropos gasfrei, ist ab und zu auch mal ganz schön. Hier, müssen wir Gas auffüllen. Alle. Alle. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.